Während alle Gräber dieses Friedhofes durch die texanische Sonne ausgetrocknet sind, erstrahlte ein Grab stechend grün. Die Eltern des Verstorbenen konnten sich nicht erklären, wieso das Grab ihres Sohnes als einziges so grün war. Sie dachten, es sei ein Wunder, doch erfuhren schon bald den wahren Grund dafür. Rachel und Raymond Villa Sr. haben ihren Sohn Joseph als 36-jährigen Soldaten bei einem Autounfall verloren. Als sie wieder einmal das Grab ihres Sohnes besuchten, sahen sie, dass sein Grab in einem saftigen Grün erstrahlte, was bei der texanischen Sonne echt unüblich ist. Aufgrund der ständigen Hitze ist der Rasen dort eigentlich nicht so grün. Um die Geschichte von Josephs Grab zu verstehen, müssen wir erstmal einen anderen Tod beleuchten, den einer Frau namens Liz. Liz' Tod schied eine 65 Jahre zurückgehende Ehe. Als der Witwer Jack Rising eines Tages den Friedhof betrat, um seine verstorbene Liz zu besuchen, sah er eine Frau, die bitterlich weinte. Daraufhin sprach der 86-Jährige sie an, um herauszufinden, um wen sie trauerte. Die Frau entpuppte sich als die Schwester des verstorbenen Soldaten Joseph. Nachdem der Rentner sie getröstet hatte, trennten sich ihre Wege. Gerührt von der Geschichte entschied der gutherzige Mann, etwas für den Verstorbenen zu tun. Der Soldat war viel zu früh gestorben und hatte sein Leben in den Dienst des Landes gestellt. Jake ging dieser Gedanke einfach nicht mehr aus dem Kopf. Der Rentner hatte den Friedhofbesuch fest in seinen Tagesplan eingebaut. Seit dem Tod seiner Frau besuchte er jeden Tag ihr Grab und goss den Rasen, der dort deshalb grüner war als überall sonst auf dem Friedhof. Dies wollte er nun auch für den verstorbenen Soldaten tun. Auch sein Grab sollte in einem saftigen Grün erstrahlen wie das seiner Frau. Als die Familie von Joseph das Grab besuchte, waren sie überrascht, dass die Grasfläche grüner war als je zuvor. Sein Grab erhellte den gesamten Friedhof. Es ist zwar kein Wunder, aber eine liebevolle Geste eines netten Witwers. Mit Dankbarkeit schlossen sie den Rentner in die Arme, als sie mitbekamen, dass Jake hinter der grünen Grasfläche steckte. Das war's auch schon. Hier ist noch ein weiteres Video, das euch auch interessieren könnte. Also dann, bis zum nächsten Video. Ciao!